Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival. Ja, mal durchatmen. Die letzte Folge war, wir haben sehr viel gesammelt und auch durch Zufall sind wir, ja, wir haben uns vergrößert. Unsere kleine Dorfgemeinschaft wurde größer. Jetzt haben wir beide weibliche NPCs bei uns im Lager. Kate und Rachel. Wie man auch immer den Namen ausspricht. Kommt, glaube ich, darauf an, wo man herkommt. Wir nennen sie Rachel und Kate. Und der andere, der männliche, heißt ja Scott, meine ich. Also denke ich mal, bleiben wir dem Englischen treu. Ja, gute Zuschauer werden es merken. Das Haus da ist weg, denn ich habe mich anderweitig vergrößert. Ich habe den Damen ein anderes, angemesseneres, größeres Haus gegönnt, um ganz einfach, ja, wir wollen uns hier eine kleine Siedlung aufbauen und wir gehen einfach mal nach rechts. Dort habe ich im Offline-Modus meine ganzen Baumstämme und all das, was ich so hatte, dafür verbraucht und noch ein paar kleine Bäume so gefällt. Und zwar, tara, 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 da ist es. Da ist das neue Haus, was ich jetzt gebaut habe. Gute Güte, das hat gedauert. Knappe, also um die 100 Stunden war es. 70 Baumstämme ungefähr waren es. Und das Problem war, der hat einfach die ganzen Baumstämme, der hat Schritt für Schritt jeden einzelnen Baumstamm abgearbeitet zum Bearbeiten. Und danach kamen dann die, was kam? Ich glaube, die Sticks. Und dann die Nägel. Da war noch irgendwas bei. Wir gucken mal kurz. Warte mal kurz. Wir haben das größte Haus genommen, das war das hier. Guck mal, das ist auch super gemacht, ne? Das ist auch richtig geil gemacht. Guck mal, kann man jetzt hier schön hier das Haus. Das mit der Vogelperspektive ist echt cool gemacht. Theoretisch würde hier auch noch ein Haus hinpassen. Rein theoretisch. Allerdings, nee, da ist ja der Stein. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus so. Ich mach mal eben kurz, mach's gleich wieder weg. Nur mal um zu gucken, was man da so alles für brauchte. Wir brauchen dafür 70 Holzstämme. 30 Bretter, 50 Nägel und 30 mal die Sticks. Und das waren wirklich, da sieht man, 96 Stunden hat das gebraucht, um das alles fertig zu machen. Das war schon harter Tobak. Und das wollte ich euch nicht jetzt hier in der Aufnahme antun. Und habe gedacht, komm, mache ich das jetzt mal eben kurz so. Und ich denke mal, es hat sich gelohnt. Es sieht ganz gut aus. Hier oben drauf, ich wollte wie dort auch hier die Zäune hin machen. Allerdings klappt das nicht. Das wird leider nicht auf grün gesetzt. Also wenn ich die Zäune jetzt hier auswähle. Da, das bleibt leider nicht auf grün. Ich kann jetzt hier. Oh, hier funktioniert es. Aber hier oben drauf. Auch wenn ich das so richtig zurecht drehe. Klappt es leider nicht. Ich kann hier leider nicht noch so ein Hühnergatter vorsetzen. Was allerdings funktionierte, war diese Gitter hier. Das hat funktioniert. Die beiden Fenster, die ich hier habe. Weil da ist kein Glasfenster drin. Und ja, das Buch, das schwebt auch ein bisschen in der Luft. Ja gut, mein Gott, das kleine bisschen, da kann man mal so hinwegsehen. Dann habe ich den beiden noch ein Bett gegönnt. Eins hatten wir ja schon. Und Glasfenster haben wir ja auch drin. Also die schlafen schon relativ sicher hier. Und ich glaube, den NPCs passiert auch nichts, oder? In der Nacht bei den, bei den Zombies. Hier können wir dann theoretisch, wenn es gehen sollte, den Scott noch einquartieren. Ich weiß nur nicht, ob alle drei Personen hier wohnen können. Das weiß ich natürlich nicht. Wir gucken mal kurz. Theoretisch könnte es funktionieren, weil hier könnte noch links der Name Scott erscheinen. Vielleicht klappt es. Ansonsten müssen wir vielleicht noch eine andere Hütte bauen. Ich möchte natürlich jetzt auch noch versuchen, Scott zu befreien. Mit Hilfe unseres Sniper. Das Camp, wo Rachel drin war, war ja eigentlich im Gegensatz zu dem anderen Camp, dem Riesencamp, eigentlich schon fast ein Witz. Das waren, glaube ich, vier Banditen und ich habe meine Sniper, wie sonst auch. Ich würde vorschlagen, wie sieht es denn aus? Hunger und Durst haben wir nicht. Und die Cola, 13,5%. Wir müssen jetzt anstatt Wasser Cola mitnehmen, erst einmal, weil die wird bald komplett gleichzeitig über die Wupper gehen, wie man hier sehen kann. 30, das ist bald alles zusammen, bald auf einen Schlag weg. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt mehr Durst haben, schön Cola saufen. Die Spite, die bleibt schön bei 100%. Warum? Wieso?
Das sollte man bei den Colas auch umändern. Ganz ehrlich. Und ja, also ganz ehrlich. Bisschen seltsam. Gerade die Cola, das große Zuckerwasser, das sollte eigentlich sowas von ewig haltbar sein. So, hier ist ein kleines bisschen am Schweben. Das ist hier, obwohl hier alles ein bisschen doch als eben ist, schwebt es hier. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht habe ich aber die Hoffnung, dass die Zombies aber hier nicht hochkommen. Und die Banditen. Guck mal, hier ist aber dieses Haus, was man hier sonst irgendwo finden kann, wo man hoch kann, hat ja einen Bug, dass man hier nie so hoch kann. Man muss immer hochspringen. Der Bug ist hier nicht. Aber dafür ist der Bug hier. Okay. Na gut. Ja, also ich habe vielleicht hoffen, dass dann irgendwie die Zombies hier nicht hochkommen. Das ist irgendwie so ein guter Ort, wo man so ein kleines Lager hinbauen kann. Ich habe immer noch ein paar Schränke finden. Dann kann man hier vielleicht schön so ein kleines Lager hinschaffen. Ist natürlich blöd wegen den Schrägen hier, aber wenn man hier vielleicht so ein paar Kisten hinstellt oder so und da so ein paar Schränke, das könnte ich mir vorstellen, sähe bestimmt ganz gut aus und wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil unser Haus ist ja echt schon voll von Schränken und Koffern und wir werden bestimmt noch welche finden. Das würde ich gerne machen. Und ich würde vorschlagen, ich fahre einfach mal mit meinem Vehikel einfach mal los. Den Motor habe ich auch getauscht übrigens. Jetzt haben wir 39,4%. Das war mir doch ein bisschen zu heiß mit dem Wagen. Nur mit knappen 11%. Ja, Reifen geht noch. Benzin, 43 Liter haben wir, fast 44. Ich denke mal, damit kommen wir einmal gut über die Karte und noch mal ein paar Mal mehr. Ich würde jetzt einfach mal gucken und schauen. Ich weiß ungefähr, wo Scott sich aufhält. Deswegen schaue ich einfach mal, wie das Camp so ausschaut. Ob wie viele Banditen sich da aufhalten und ob ich mit der Sniper irgendwie da vorankomme und da irgendwie aufräumen kann und auch Scott holen kann. Ich habe nie damit gerechnet, ehrlich gesagt, da ich jetzt schon mich mit den Banditen anlege. Ob ich es überhaupt schaffe, da habe ich nie dran gedacht. Ich habe gedacht, so Scheiße, wie soll ich das gegen die Banditen bestehen? Ich bin ja auch kein großer Kämpfer. Ich würde ja gerne mit den Bogen. Ach, guck mal, die Autos sind wieder da. Ach, übrigens, die Autos, apropos Autos. Das habe ich ja in der letzten Folge am Ende schon gesagt. Ich gehe mal kurz zu Fuß dahin. Also manchmal. In manchen Folgen respawnen diese Plastikautos. Aber dieser Wohnwagen, der ist wieder weg. Ich hab ihn Offline-Modus nicht kaputt gemacht. Aber der ist tatsächlich wieder weg. Also man muss sich echt beeilen. Kann nämlich sein, dass dann in der nächsten, beim nächsten Mal laden, wie man hier sehen kann, nichts mehr mit Wagen, mit Wohnwagen. Komplett wieder weg. Also. Wenn man dann respawnte Autos sieht, direkt zur Axt greifen. Beziehungsweise zum Sledgehammer, den man auch irgendwann sich zulegen sollte. Allerdings braucht dieser Sledgehammer Eisen, glaube ich. Dafür müssen wir erst in die Mine. Die Mine wird, glaube ich, gerade bearbeitet von den Entwicklern. Entwickler plus 1, 2. So, haben wir hier denn irgendwas anderes respawn-mäßig? Nix. Rein gar nichts. Ist gemein. Ist gemein, dass da nichts drin ist. Benzin auch nicht. Das ist doch gemein. Das ist doch echt gemein. Naja, vielleicht kommt ja irgendwann mal was. Wir sind jetzt mittlerweile bei Tag 27. Ich muss hier ein paar Tage, muss ich ja opfern, um das Haus zu bauen. Vielleicht erleben wir das ja noch. Vielleicht überleben wir lange genug, um irgendwann mal eine Respawn-Welle an Waren mitzuerleben. Würde mich sehr freuen, ehrlich gesagt. So, jetzt müssen wir gucken, dass Gevatter Bär uns über den Weg läuft und umrennt. Der kleine Rote hat ja in Vergangenheiten immer gerne mal dazu bewogen, sich mal auf das Dach zu legen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, Vorsicht. So. Ah, der wackelt ein bisschen. Uah. Okay. So. In welchem Zeitraum respawnen die Banditen? Ich habe da ein bisschen Sorge, da ich jetzt jederzeit hier vorbeifahre und dann die Banditen wieder da sind und dann schießen sie mir das Auto platt. Guck mal, der Wohnwagen ist auch wieder da. Ich meine, ich hätte damals alles. Da sind sie wieder. Scheiße. Scheiße.
Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Wir sind wieder da. Scheibenkleister. Müssen wir uns den Weg, den anderen Weg nehmen, Richtung Weißem Haus. Ja, ist, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass hier... Ja, toll, die respawn, aber der ganze Loot, der bleibt am Arsch, ne? Also, ganz ehrlich, was soll das? So, wie kommen wir jetzt hier am besten durch? Hier war irgendwo ein Weg, ne? Da ist ein roter, ich glaube da, ne? Schön wäre, wenn die Lampe auch ein bisschen doller wäre. Die Lampe ist ja echt ein Witz. Die Lampe ist ein absoluter Witz. Das ist ja nicht einmal... Ja, also die Funzel... ist unsere normale Taschenlampe ja besser. Die ja allerdings, glaube ich, auch bald auch mit den Batterien laufen soll, die wir finden. Das soll wohl also bald ablaufen, dass man dann wohl bald die Batterien nutzen muss. Alle Welt dachte ja, dass die Batterien für die Türen im Motel gedacht sind. Aber dafür gibt es wohl eine Mini-Quest. Und ich glaube, Türcode. Ich glaube, man muss auch irgendwo in der Welt hier eine Suchquest muss es hier geben, wo man dann einen Code suchen muss für irgendeine Tür. Vielleicht ist es dann das. So, wir kommen langsam durch den Wald. Ich guck mal eben kurz, wie das Auto beschädigt ist gleich. Wir haben uns natürlich schön getroffen. Das gefällt mir ganz gut. Ich guck mal im Kurs, wie sehen wir denn aus? Sind wir beschädigt? Wir selber? Nein, wir nicht. Das Auto. Nee. Scheint nicht getroffen zu haben. Das ist schon mal ganz gut. Ah, sind die wieder da, die kleinen Scheiße. Oh Mann, ey. Das gefällt mir nicht. Immer dieses Respawn von den Gegnern, ey. Das hat mich schon bei Fallout 4 immer genervt. Dass die Bereiche einfach nie erledigt blieben. In der Zeit waren die alle wieder offen. Und das war echt scheiße. Man macht sich da die Mühe, ne? Wollte eigentlich überall abgeschlossen stehen haben und dann stand da plötzlich nichts mehr und abgeschlossen und alle waren wieder da. War schon ein bisschen blöd. So. Gronkh ist nicht zu Hause, das ist gut. Ich weiß nicht, wie er das finden würde, wenn wir hier dann vorbeifahren. So, dann haben wir da drüben. Was hast du denn für einen Baum? Was hast du denn hier für eine... Stehen hier plötzlich so halbe Bäume rum. Warum? Standen schon mal da? Ist, glaube ich, ein Lehrerinnenbaum, glaube ich. So ein Zweifach-Ding. Habe ich mal irgendwo mal im Fernsehen gehört. Ich glaube, das war so ein Lehrerinnenbaum. Frage, wenn die wieder respawned sind, sind da hinten jetzt auch Banditen? Würde mich mal interessieren. Das würde mich mal interessieren. Wir müssen nicht mehr dahin. Wir haben nichts mehr da zu suchen. Wir haben alles gelootet, was da war. Aber interessieren würde ich es mich ja schon. Mir gefällt es einfach nicht, dass hier so viele Banditen sind. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Das sieht schon sehr cool aus. Sorry. Schon sehr cool gemacht. Aber ich glaube, hier ist gerade keiner. Und vielleicht bleibt das ja auch, dass hier keiner ist. Aber manchmal sind ja, glaube ich, welche. Aber da oben sind welche und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir uns die irgendwie zurechtlegen. Die müssen wir uns irgendwie zurechtlegen, da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Wir haben 10 Schuss in der Sniper. Das ist nicht viel. Wir können natürlich später in der Mine, wie gesagt, Material für Munition holen. Und uns dann neue Munition bauen.
Da ist das Camp langsam. Ich muss ein bisschen im Schleichmodus gehen, weil ich nicht weiß, ab wo hier. Da ist einer. Wenn ich von hier aus vielleicht schon anfange, die auszuradieren. Das sind zwei auf einen Schlag. Wann bleiben sie stehen? Okay, da gehen sie immer runter. Okay, die wandern hier schön munter drumrum. Irgendwo zur Straße. Okay, die gehen da lang. Okay. Okay, die gehen. Die haben ganz schön Radius, die Schweine hier. Ganz schöner Radius vorhanden. Das ist unser Auto. Hey, bleib von unserem Auto weg. Das ist mein Auto. Warum wandern die so? Warum gehen die so weit hier? Das gefällt mir aber auch nicht so wirklich, dass die hier so weit. Nicht, dass die doch meinen, hier noch zu unserem Haus zu gehen. Und ob ich auch wanderte im mistigen Tal. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass sie jetzt hier so wandern. Da sind sie. Da ist einer. Okay. Der andere. Da ist der andere. Die sind beide ungefähr auf gleicher Höhe. Bleib doch mal stehen, du Saftsack. Ich meine, kann vielleicht ganz gut. Gehen die da hin? Gehen die da hin? Ernsthaft? Warum? Was wandern die hier so? Wir beobachten mal die Aktion, wo die jetzt hingehen. Das würde mich mal echt interessieren. Warum? Das ist aber ein seltsames Banditenverhalten für dieses Spiel. Ich hole jetzt. Oh, das gefällt bestimmt den Leuten nicht, die das Camp da beim Weißen Haus aufgeschlagen haben, dass die Banditen da öfters lang gehen. Liebe Leute, Vorsicht! Richtet euer Haus lieber darauf ein. Die Banditen gehen spazieren. Wo sind sie hin? Sind die jetzt despawned? Sind die verschwunden? Sind die verschwunden? Also sie gehen relativ weit von ihrem Camp weg. Oh, oh. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, sind die verschwunden, glaube ich. Ich glaube, jetzt sind sie wieder bei ihrem Camp zurückgekommen. Okay, also Leute, der das Weiße Haus in Beschlag genommen hat, bitte richtet euch darauf ein, dass die Banditen bis kurz davor Patrouillengänge machen. Wo geht's eigentlich dahin? Keine Ahnung. Wo sind die eigentlich jetzt? Sind die einfach wirklich verschwunden? Ich kann nicht ja. Ich mag es nicht so gerne, wenn die mir jetzt hier, wenn ich denen jetzt genau in die Arme laufe. Okay, interessant. Das war eine interessante Studie. Höchst interessante Studie. Wäre natürlich schön, wenn da jetzt zwei weniger wären. Das wäre natürlich sehr, sehr toll. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ja, schön. So ein Schild, das macht einen richtig Mut. So ein Schild macht einen richtig Mut. Als Warnung, ne? Ja, nicht weitergehen. Schön, 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 schön. Wir machen es natürlich trotzdem. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal ein bisschen. Ich will gerne lang wie möglich unentdeckt bleiben. Was mache ich hier eigentlich schon wieder? Ich bin noch kein Kämpfer. Jetzt muss ich hier schon wieder. Was mache ich da? Oh, oh. Oh, oh, oh. Das sind aber sehr viele, Alter. Da ist einer. Da ist noch einer. Ich könnte natürlich jetzt. Die haben es noch nicht gesehen, ne? Ich mache es einfach mit der Sniper. Schritt für Schritt. Ich schieße einen ab und warte einfach ab, was passiert.
Und bleibe einfach hier im Versteck. Wahrscheinlich trifft er es nicht. Siehste, ich hab's gesagt. Ich habe doch gewusst, dass der nicht trifft. Verdammte Scheiße. Also ehrlich, was soll denn der Scheiß? Das war genau auf den Kopf geschossen. Alter, du willst mich gleich verarschen. Und die schießen wieder drauf los. Munter drauf los. Ah, nee. Also, das muss auch ein Bug gewesen sein. Okay, da ist der nächste. Okay, der hat besser gesessen. So, wo ist der nächste? Wo ist der nächste Strolch? Die haben sich schlafen gelegt, das ist ganz gut. Ich gehe mal von der anderen Seite irgendwie. Mit dem großen Bogen nähere ich mich mal von der anderen Seite. Okay, wir laden mal kurz nach. 6 Schuss habe ich noch. Ist nicht viel. Aber kann ganz nützlich sein. Also die Sniper, die ist schon echt gut. Wenn sie denn gut funktioniert. Oder wenn das Spiel jetzt funktionieren lässt. Okay, 2 haben wir erledigt. Einen sogar nur mit einem Schuss. So, ein bisschen aufpassen. Aufpassen. Gefahrenzone. Von hier oben haben wir eigentlich eine gute Position. Aufs Camp. Okay. Meine, wenn die 2 jetzt wirklich fehlen, ne? Das wäre schon krass. Aber das glaube ich nicht. Die sind hier irgendwo. Irgendwo sind die. Wäre schon krass, wenn die jetzt plötzlich weggehen würden, dann wirklich nur 2 Stück da sind. Wäre natürlich dann scheiße, wenn die dann in dem Moment wiederkommen würden und uns dann überraschen würden. Das wäre nicht ganz so toll. Waren da wirklich nur 2? Krass. Ich nehme mal kurz lieber mal meine für Überraschungsangriffe. Meine Schrotflinte. Weil ich nicht weiß. Oder sind die in den Wald gerannt und haben und suchen uns jetzt. Das kann natürlich auch sein. Guck mal, mein Gott, was für eine Cola, Alter. Was für eine Cola-Flut. Mein Gott. Oh, und da ist Scott. Da sitzt Scotty. Und eine Kiste. Mit einer Bandage, was sehr gut ist. Ich habe Angst, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, wer jetzt hier wann... Duct Tape, huhu. La 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 la, Duct Tape, huhu. Einmal ein bisschen Brokkoli, bitte. Die Brokkoli-Banditen sind zurück. Es scheint echt nur 2 da zu sein. Ich glaube, sie sind echt im Wald gegangen. Sie sind echt verschwunden. Hier ist aber auch keiner mehr. Normalerweise schießen die wie wild drauf los. Hier ist bestimmt noch irgendwo noch einer. Irgendwo ist hier bestimmt noch einer. Das ist mir zu einfach. Das wäre echt zu einfach. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier zu einfach ist. Oh, eine Feder. Und Duct Tape. Uhu. Uhu. Dum, 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 dum. Da liegt der andere. Wenn die gleich nach Hause kommen, ne? Dann lass mich hier liegen. So, bisschen Fleisch brauchen wir wieder. Wir haben natürlich einiges beim Hausbau. Muss ich einiges an Fleisch verknusen. Ich guck lieber mal hier von... Weil ich habe Sorge. Ich habe echt Sorge. Wenn ich mich jetzt hier offen umgucke, dass sie in dem Moment wiederkommen. Ich habe da echt Sorge, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die sind weg. Ich glaube, ich kann es riskieren. Da sind noch ein paar Autos. 2 Stück nur, Alter. Was war das für ein Glück? 2,94. Alter. Ich habe kein Benzin. 4,64. Alter. Ich habe kein Benzinkanister. Und in dem Moment spawnen die. Pass auf.
Ah, leck mich doch. In dem Moment spawnen die bestimmt. Okay, ich werde erstmal jetzt so alles hier weg mitnehmen und das Benzin. Guck mal, 13,1, genau wie die anderen Dosen. Ist echt geil. Dass die ganzen Dosen dann alle verschwinden werden. Das ist sowas von beschissen. Die schöne Cola, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaub's einfach nicht. Also das finde ich echt schade. So, wir nehmen alles mit, was wir irgendwie mitnehmen können. Alles mitnehmen. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo noch ein. Ach, guck mal, Ducktape haben wir aber genug. Onkel Dagobert wird sich freuen. Oh, Onkel Tacobert, aber wir müssen das ja alles anders aussprechen. Das ist ja nicht DuckTales, sondern Ducktape. So, haben wir da. Ach, guck mal da. Eine leere Flasche. Dann haben wir, glaube ich, alles hier, ne? Soweit mitgenommen. Wir gucken mal kurz, ob wir vielleicht noch irgendwo drauf kommen. Hallo, geht man darauf? Ja, da habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich möchte einfach nur wissen, ob da noch irgendwas drauf ist. Aber ich glaube nicht. Da liegt nichts drauf. Da ist nichts drauf. So, Herr Scott, wir kümmern uns sofort um Sie. Habe ich noch eine Axt dabei? 85, wir müssen echt aufpassen mit der Axt. Also ich muss immer besser darauf achten, weil so viele Äxte habe ich nicht mehr. Und ich muss die bald irgendwann immer wieder reparieren. Die sind dann doch relativ zügiger im Arsch, als ich dachte. Noch zügiger geht das ja wie das Messer. Das Messer ist ja noch schneller. So, wir nehmen alles mit, was wir irgendwie mitnehmen können. Dann nehme ich dann den Benzinkanister. Aber das mache ich erst am Schluss, weil da kann natürlich sein, dass in dem Moment alle wieder hier spawnen. Auch die zwei, die gegangen sind. Ich glaube, die zwei, die gegangen sind. Ich glaube, das waren die, die sonst noch hier wären. Hier wären wahrscheinlich 4 Stück. Und dass die jetzt plötzlich gehen, das finde ich aber schon krass. Aber irgendwie cool. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber da war noch ein Auto. Hier. Da war noch ein Auto. Das nehmen wir uns auch mit. Alles auslooten, was geht. Looti, looti, looti. Mein Lootfinger juckt. Mein Lootfinger lookt, juckt. Krass. Da haben wir aber echt Glück gehabt. Das war ein krass, ey. Banditen auf Wanderschaft, ey. Was? Naja, gut. Die wollten wahrscheinlich zum anderen Banditencamp, zu ihren Kollegen. Wahrscheinlich da mal irgendwie was eintauschen. Und haben dann ihre beiden hier allein gelassen. Was natürlich jetzt ein großer Fehler war, aber wir haben mitgekriegt, dass sie alleine sind. Wir haben natürlich dann geguckt, komm, wir müssen jetzt den guten Scott befreien. 58%. So, diese Kiste nehme ich mal schon mal irgendwo in Sicherheit. Wo war unser Auto? Da vorne, ne? Wir probieren es einfach mal. Wir kommen mit dem Kanister wieder und dann schauen wir ja, wenn die Banditen wiederkommen, was dann passiert. Aber krass. Was aber auch krass wäre, wenn die Banditen einfach so in der Umgebung rumlaufen würden. Einfach so anstatt in ihrem Camp laufen die wirklich offen jetzt hier rum. Und zwar vermehrt. Das wäre auch krass. Das wäre auch sehr, sehr krass. Dass man einfach so auf Banditen trifft. So aller wirklich The Walking Dead. Das wäre auch sehr, sehr, sehr krass. So, wir nehmen unseren Kanister. Dann können wir ja wieder ordentlich Benzin. So, wir machen mal eben kurz ein bisschen was in die Kiste. Die Cola, Alter, die tut mir so leid. Mann, die schöne Cola. Wir können doch nicht. Ich meine, wir können eh gleich mal eine trinken. Wir müssen eh eine trinken, komm. Wenn die Eva verschwindet, dann können wir uns auch eine großzügig zur Genüte führen. Und es ist einfach zu schade mit der Cola. Dann soll er lieber, ganz ehrlich, dann soll er das ganz einfach so machen wie mit der Zitronenlimonade. Und vor allem, da ist so viel Zucker drin, die wird nicht so schnell schlecht. Im Film The Road, wo der Junge und der Vater unterwegs sind, die finden ja auch eine Coke irgendwann. Und da weiß man ja auch nicht, wann, wie lange die schon unterwegs sind und wann alles zum Argen gegangen ist. Wobei, das muss ja ungefähr, wie alt war der Junge ungefähr? Wie alt war der? 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre.
Also, so alt muss dann die Kohle ungefähr gewesen sein. Weil, ich glaube, die Frau am Anfang des Films war ja, glaube ich, da schon schwanger, glaube ich, oder so ungefähr so kurz danach. Also müssen die beiden ja wahrscheinlich dann, oder muss das die Apokalypse ja dann irgendwie zwischen Schwangerschaft und das, ja, da angefangen haben. Weil die laufen ja dann, der Junge ist, glaube ich, wirklich dann 10 oder so. Ich denk mal, dass das 10 Jahre war. Eine 10 Jahre alte Cola, mindestens, weil die hat ja auch ein Haltbarkeitsdatum. Krass. Ich rede halt sehr viel, merke ich gerade. Zu viel, glaube ich. So, wir versuchen es mal. Wir gehen mal hin und gucken und hoffen, dass die guten Bandidos jetzt nicht, die Fehde nicht noch spawnen und zurückkommen von ihrem Waldgang. Die Waldschrate. Und vor allem, wenn ich dann gleich das Benzin abzapfe, dass sie ja nicht in dem Moment dann da sind. Das ist dann noch blöder. Das wäre noch scheißiger. Scheißiger. Was? Scheißiger. Das wäre noch scheißiger. Ah, oh, ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Hab ich jetzt nicht gesagt? So ehrlich, Alter. Hab ich jetzt nicht gesagt, dass sie in dem Moment spawnen? Alter, du willst mich doch fett am Arsch lecken. Das gibt's doch nicht. Da sind wieder zwei. Das gibt's doch alles nicht. Alter, du. Ey. Hab ich jetzt nicht gesagt, das Spiel, das mobbt mich. Das Spiel, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das gibt's alles nicht. In dem Moment sind die wirklich da. Das gibt's doch nicht. Alter. Nee, also. Also, wie gut, dass ich das jetzt hier aufnehme, das würde ich selbst nicht glauben, wenn ich das nicht selbst jetzt miterleben würde. Ihr erlebt das jetzt auch live mit. Alter. Das ist doch jetzt wohl ein Hohn. Das ist aber jetzt frech vom Spiel. Und dass sie jetzt da wieder. Also. Nee. Leck mich doch, Spiel. Leck mich doch. Ja, aber ich hoffe jetzt nur die zwei, die da fehlten, oder? Nicht alle. Nicht alle. Wenn dann nur die zwei. So, mal kurz einen Überblick verschaffen. Also hier laufen irgendwo noch zwei Stück rum. Irgendwo sind hier noch zwei. Oder sind wirklich wieder zurückgekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist schon sehr krass. Sehr, sehr krass. Die laufen mir also ständig hier im Wald rum. Also hab ich einfach nur Glück gehabt, wahrscheinlich. Boah, Alter. Alter, wie krass. Wie krass ist das denn? Jetzt sind die wieder weg. Das macht mir echt Sorge. Das Verhalten der Banditen. Das ist aber kein normales Banditenverhalten. Alter, da ist Scotty. Beam me up. Ist denn die Leiche noch da? Kann man da noch irgendwas sehen? Nee. Ist denn hier noch irgendwo eine Leiche? Die gerade nicht zu erkennen, ne? Normalerweise ist das Camp auch bestimmt auch schwieriger zu bewältigen. Also zumindest muss man ein bisschen mehr Schrot einsetzen. Aber wir haben ja eine Kugel schon umsonst eingesetzt. Boah, wenn ich jetzt das Benzin da rausholen will. Ich will es rausholen. Ey, das sind so viele Liter, die da. Okay, die Leiche ist verschwunden. Die Leiche ist verschwunden, aber die Cola auch. Das heißt, ein bisschen was hat er sich gemerkt. Okay. Moin, Scott. Beam me up. Okay. Kommt der zu uns ins Camp? Soldat. Oh, guck mal, das ist auch einer der Holz. Ich glaube, nur Scott kann, glaube ich, Bäume fällen, glaube ich, ne? Work cut down tree. Die anderen, glaube ich, die können, glaube ich, nur heilen und. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich hoffe, der kommt zu uns. Weil theoretisch müsste das Haus noch Platz genug haben. Okay, wir haben, glaube ich, alles. Dann können wir uns abmachen.
Nur ich würde gerne das Benzin ganz ehrlich noch mitnehmen. Ich kann das Benzin hier nicht liegen lassen, Alter. Das ist zu viel Benzin. Das geht nicht, Alter. Ich kann das nicht hier lassen. Das geht doch nicht. Das ist ein Geschenk des Himmels. Und da liegt eine Blaubeere. Ein weiteres Geschenk des Himmels. Die sowas von down sind, ehrlich gesagt. Was bringen die eigentlich nochmal? Mal kurz gucken. Ja, das ist ein Witz. Ein kleiner Strich. Ein Strich in der Landschaft. Boah, ich traue mich nicht, das Benzin abzuzapfen. Ich traue mich nicht. Weil jederzeit die Banditen sein könnten wieder. Okay, Scott haben wir auf jeden Fall. Und ich hoffe, das bleibt so. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es mal. Wenn wir jetzt gleich tot sind. Oh, Mann. Das ist halt echt... Ey, die 4,67 Liter. Ich kann die einfach nicht hier lassen. Oh, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wie sieht's aus? Ich weiß, ich bin ein kleiner Schisshase. Ich weiß. Ich bin ein totaler Schisshase. Weil ich halt... Ich bin einfach kein Kämpfer. Guck mal, was das für ein Benzin ist, Alter. Das kann ich nicht hier lassen, das geht nicht. So, und jetzt nehmen wir unsere Beine in die Hand und hauen hier ab. Und zwar über diesen Weg. Mir ist alles scheißegal. Alter. Meine Fresse. So, was war denn hier nochmal? Guck mal, ein Brunnen. Auch nicht. Und eine weitere Coke. 11,7. Leck mich am Arsch, Spiel. Fick dich, Spiel. Die schöne Coke. Die schöne Coke. Ich traue mich gar nicht, die mitzunehmen, ey. Sollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Vielleicht, sind dann die anderen... Ja gut, die verschwinden wahrscheinlich so oder so. So, was haben wir denn hier noch schön? Das ist ein großen... Ah, es wird nebelig. Okay. Dann gehen wir mal zu unserem Auto. Wir haben ja eh alles. Gut, wunderbar. Haben wir Scott befreit? Das gefällt mir gut. Mal gucken, ob er jetzt bei uns angekommen ist. Gut, hat gut funktioniert. War vielleicht auch ein bisschen buggy vielleicht wieder. Aber mit Banditen, das ist... Wie ist das auch normales Verhalten? Aber vorsichtig, die laufen also bis kurz zur weißen Hütte. Und dann scheinen sie zu verschwinden. Also, wer das weiße Haus hier hat... Bitte darauf vorbereitet sein, dass ihr also auch so mal gesehen werden könntet von den Banditen. So, kommen wir hier durch. Auch im Nebel. Wenn die gute Carmen uns... Das heißt, dass die anderen Banditen auch wieder da sind, ne? In anderen Camps. Das wird bestimmt so sein. Die sind bestimmt wieder da. Was ein Riesenscheiß ist, ehrlich gesagt. Ich würde es viel lieber haben, besser finden, wenn man die Banditencamps endgültig ausräuchern könnte. Und man sich vielleicht diese Camps viel unter den Nagel reißen könnte. Das wäre doch mal cool. Das große Camp zum Beispiel. Wenn man das dann besiedeln könnte, das wäre doch, oh, was mache ich hier eigentlich? Das wäre doch cool, oder nicht? Wenn man das dann noch irgendwie verstärken könnte mit irgendwie, mit anderen Mauern oder so. Das Camp können wir theoretisch klein hauen. Weil da nämlich... Ach, guck mal, das ist eine weitere Kiste. Nee. Hallo? Hallo? Okay. Da ist ein Blatt auf dem Auto. Auch schön. Okay, haben wir auf jeden Fall nicht so viel Schuss verbraucht. Achso, ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja alles in Ordnung. Weil da kommen immer ein bisschen Materialien raus, wie vor allem Seile kommen hier raus. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Die nehmen wir uns auf jeden Fall, weil die sind echt teuer zur Herstellung. Und nimm mal das Blatt doch mit. Komm, was soll der Geiz? Nimm mal das Blatt doch mit. Gut, was haben wir hier noch Schönes? Weitere Blaubeere.
und ins Auto, weil gleich kommt der Nebel. Carmen ist uns wieder mal ganz nah. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier gut zu unserem Camp. Und es fängt an mit dem Nebel. Schön. Ist das nicht wunderbar? Dieser Nebel. Und wenn ich mal sehen könnte, wo ich jetzt hier lang fahre, dann wäre es noch besser. Ach, Moment, da ist der Weg. Da war die Autobatterie. Da müsste jetzt hier der Weg sein, den ich nehmen kann. Hier müsste jetzt irgendwo ein Weg sein. Theoretisch müsste das so sein. Theoretisch müsste das so sein, dass jetzt hier irgendwo ein Weg zur Straße kommt. Meine Banditen müssen jetzt ja beschäftigt sein mit den Zombies. Man sieht aber auch nichts hier. Ah, da ist die Straße. Oh, da sind die Banditen. Da sind die Banditen schon. Wo sind die Zombies, wenn man sie braucht? Motel. Da sind wir schon. Sehr cool. So, Obacht. Oh, fick die verdammte Hühnerbrust. Also ehrlich. Mann, ey. Jetzt komme ich da nicht rüber. Ma. Also ehrlich, also. Nee, du. Nee. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich habe noch keinen Zombie gesehen. Kann jederzeit soweit sein. Ich bin gespannt, ob Scott bei uns ist mittlerweile. Haben wir dann alle drei NPCs schon befreit. Was ich ehrlich gesagt niemals gedacht hätte, da ich das so schnell mal hinkriege. Und vor allem machen würde. Da ich überhaupt darüber nachdenke, dass ich NPCs befreien könnte. Dass ich mich mit Banditen anlege. Ich als nicht Rambo. Als Rambo für Arme, als keine Ahnung, was auch für ein Rambo. Oh Mann, vorsichtig fahre ich hier durch, weil ich Angst habe, mich zu überschlagen mit dem Wagen. So, wir müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Etwas weiter, ne? Etwas weiter, glaube ich, ne? War das hier? Ne, da warst du wieder zu weit. Oh Mann, dieser Nebel macht mich aber auch kirre. Wäre zu weit, Alter. Bei den LKWs war's. Bei zwei LKW-Fracks. Da vorne, die waren's. Genau, die waren's. Hier muss ich jetzt rein. Wo sind die eigentlich? Ich sehe noch gar keinen Zombie, ehrlich gesagt. Es ist nebelig, aber noch keinen gesehen. Aber soll mir auch recht sein. So, jetzt müssen wir nochmal kurz über den Berg. Gleich sind wir über dem Berg. Im wahrsten Sinne. Och Mann, Alter, dieser Nebel. Der sorgt dafür, dass ich hier mich im Wald verirre. Nicht weiß, wo die Straße ist. Furchtbar. So, hier ist die Straße. So, dann kommt der Anhänger, hoffe ich. Ja. Und dann fahren wir auf unser Gelände. Dann machen wir mal einen Folgenbreak. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich denke mal, wir sollten mal Richtung Stadt fahren. Wir wissen jetzt ja ungefähr, die Straße haben wir, glaube ich, gefunden. Oder wir machen mal den... Wir gehen mal zu diesen anderen Sniper-Kollegen. Vielleicht können wir den mal versuchen zu erledigen. Jetzt haben wir ja scheinbar so einen Lauf, dass wir vielleicht auch den kriegen könnten mit einer Strategie. Schauen wir mal. Wo sind die Zombies? Ich meine, ich soll mir recht sein. Mach mal kurz Licht aus. Da ist Scott. Okay, wir haben Scott. Sehr gut. Wir haben Scott. Im Nebel kann ich nicht viel tun. Das heißt, ich guck mal, ob ich hier überschlafen kann. Eine Stunde oder so. Vielleicht klappt das ja. 43 Grad, Alter. Hot. Noch eine Stunde. Komm, zieh vorüber, Alter. Zieh vorüber. Na bitte, geht doch. So, Scotty, wo bist du? Bist du hier bei uns? Da sind die beiden.
Gucken wir mal, ob wir den jetzt hier auch einziehen können. Geht sogar. Cool. Cool. Ah, da ist er ja. Hi, Scott. Alter, hast du eine Stimme? Nein, er hat keine Stimme. Aber er kann Bäume fällen. Okay. So, ich würde ihn gerne noch ein Bett. Und zwar hier in die Herren, ins Herrenzimmer. Die beiden Damen können zusammen pennen. Aber er kriegt ein eigenes Zimmerchen. Da, er geht schon direkt hier rein. Er hat schon direkt das Zimmer für sich in Beschlag genommen. Alter Casanova. So. So gut. Okay, wunderbar. Ja, ein bisschen hier so. Passt doch. So, wir brauchen 8 Bretter, 6 mal... Okay, gucken wir mal. Erst einmal räumen wir mal das andere Zeug aus, was wir gelootet haben. Loot All machen wir jetzt. Man staune und beobachte. Ich benutze Loot All. Das ist so cool. So. Und noch mehr Loot All. So, Bretter haben wir nicht so viele. Nichts verloren, hoffe ich. Na, komm. Haben wir alles, ne? Ich glaube, das war nicht so viel, was wir da im Camp gefunden haben, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, wir hätten da ein bisschen mehr gefunden, aber scheinbar. So, wir essen mal den Blumenkohl, Brokkoli. Essen mal ein bisschen Fleisch. Und trinken dann mal eine Cola. Weil die ja eh bald vom Arsch ist. Schade. Die schöne Cola. Schade. Die schöne Coke. Das ist ein Jammer. Das ist doch ein Jammer. So, wir haben genügend Bretterchen. Das ist ganz gut. Wir müssen uns den Kanister neu ins Auto zurückpacken. 7 Liter, Alter. Die hätte ich niederliegen lassen können. Bei den Banditen. Das sind kostbare Benzinliter. Die braucht man. Fehlt der Tank. Guck an, wir haben genau, also wir können genau 50 Liter tanken. Also jetzt haben wir einen ganz komplett vollen Tank. Geil. Komplett voller Tank. The Tank ist voll. Der Panzer ist voll. Jo, alles klar. So, wir packen mal ein bisschen Gelumpel in leere Koffer. Ich hab noch welche. Ja, komm. Ein bisschen was können wir hier mal doch mal mit reinpacken. Federchen. Der Naturkoffer, der Schrank müsste hier sein. Dann packen wir hier noch ein paar Blätterchen rein. Dann haben wir hier unsere Federsammlung. Und noch ein paar davon. Und noch haben wir hier noch den fertigen Stick. Und dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal in unser Schlafzimmer. Und auch hier haben wir noch ein bisschen Medikamente. Eine Bandage. Und ein... Also Tuch haben wir, glaube ich, jetzt voll. So, wo haben wir denn was? Mal kurz schauen. Wo haben wir denn was? Da ist Tuch. Da ist auch Lashing. Da packen wir die mal zusammen. Packen wir hier noch ein paar Tücher rein. Und hier eine Flasche nochmal damit hin. So, dann haben wir Lashing an Lashing. Die werden wir eh noch irgendwann... Guck mal, wir... Theoretisch brauchen wir... Weil ich auch für viele Dinge brauchen wir auch genau 4. Da haben wir schon mal auf jeden Fall schon mal welche auf Tasch. Dann brauchen wir die schon mal nicht mehr durch Blätter suchen zu suchen. So, Fleisch bringt am meisten Essen. Also dieses Dosenobst ist zwar ganz gut, weil das Essen und Trinken gleichzeitig auffüllt, aber nicht so viel Hunger. Das Fleisch dagegen, das Dosengulasch, bringt relativ viel Hunger wieder. Also so, relativ viel befriedigt das den Hunger. Ah, die schöne Cola, Alter. Die schöne Cola. Die geht bald alle über den Jordan. Die geht komplett bald über den Jordan. Das ist so sowas von Kacke. Und die Zitronenlimo, die geht nicht immer ansatzweise runter. Das ärgert mich einfach total. Das kann mich echt ärgern. Durch nichts. Durch so einen Scheiß, Alter. Ganz ehrlich. So, wir machen unbedingt gleich mal einen Break. Immer mal auf die Uhr gucken. So, das sind, glaube ich, 8 gewesen. Dann brauchen wir noch ein paar Bretter, ne? Bretter, die Welt bedeuten. Auch 8, glaube ich. So, dann haben wir das noch.
Jedenfalls haben wir das Banditencamp ein bisschen ausgeräumt. Das ist schon mal ganz nett. So, haben wir hier noch irgendwo Platz für weitere Components? Wir haben auch eine Kiste, sehe ich gerade, erinnere ich mich gerade. Aus dem Camp mitgenommen. Eine weitere Holzkiste nehmen wir uns auch noch kurz runter. So, haben wir da noch. Da haben wir noch Platz für diese drei. Und dann brauchen wir noch ein paar Tücher. Wir holen uns mal eben kurz die Kiste. Guck mal, ist schon cool, dass wir jetzt hier alle NPCs rumlaufen haben. Ist schon cool. Ich glaube, noch müssen wir sie nicht ernähren. Aber es wird irgendwann kommen. Weil die haben auch diese Leiste hier, die wir haben hier links. Cold und alles. Wenn Winter da ist, müssen wir wahrscheinlich warme Kleidung haben. Und wir müssen an ihr Essen und Trinken denken. Das wird irgendwann alles kommen. Aber ich denke mal, vielleicht wird es erst sein, wenn man, wenn das relativ weiter fortgeschritten ist und das fast am Ende ist, dass man dann hier, oder er testet es dann in der letzten, im letzten großen Update vielleicht, dass man dann den Winter mit dabei hat und die auch alle mit ernähren muss. Ich denke mal, das wird noch nicht kommen. Aber irgendwann, mit Sicherheit. Aber umsonst ist diese Anzeige nicht da. Umsonst gibt es sie bestimmt nicht. So. Und das Spiel ist immer noch mega cool. Das ist ein richtig geiles Spiel. Und für die wirklich 9 Euro, die auf Steam 8,99, echt ein Hammer. Ich glaube, man kriegt ein Hammer-Game, was sowas von Spaß macht. Es lohnt sich einfach, dieses Spiel. Auch wenn es wirklich ab und zu noch ein bisschen buggy ist, aber egal. Absolut scheißegal. So, da haben wir noch. Ach komm, tun wir den mal hier mit drüber. Und die Coke, die schleppen wir uns mal so. Die Flasche können wir theoretisch auffüllen, aber wir trinken erstmal die Cola. Wir gehen ja in der nächsten Folge, gehen wir ja, wollten wir ja zum Sniper gehen. Zum Ölbohrturm. Da sind noch mehr Coke. Da sind noch mehr Cola drin. Noch mehr. Die geht. Ach, ich ärgere mich da einfach nur so drüber. Ich ärgere mich einfach sehr drüber. Dass man die Cola einfach verliert. Das ist einfach, das ist nicht richtig. Auch wenn sie schlecht werden sollte, ist die Flüssigkeit noch da. Man kann ja von mir aus die Gefahr geben, dass man dadurch irgendwie krank wird. Und dann muss man da Medikamente nehmen. Das ist ja alles kein Problem. Aber dass man sie dann einfach, dass sie einfach verschwindet, das ist einfach nur, das stört mich. Das ist eine Sache, das ist einfach. Nee, sorry. So, wir können die ja trotzdem mitnehmen, die Flasche. Einfach nur so, falls wir länger unterwegs sein sollten und wir trotzdem nichts zu trinken mehr haben. So, das war das. Dann brauchen wir mal eben kurz das Bett. Ich glaube, wir brauchen einen Hammer, oder? Brauchen wir einen Hammer? Du bist Hammer, Baby. Hammer, 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 Baby. Da 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 da. Wo ist unser gebrauchter Hammer? Haben wir noch einen? Scheinbar nicht. Wir brauchen mal den guten Scott erst ein Bett und dann mache ich dann endlich mal einen Folgenbreak. Damit dann unsere PCs dann schön ruhig schlafen können. So, tack. Perfekt. Wunderbar. Gefällt mir gut. Eine sehr produktive und erfolgreiche Folge und sehr interessante Folge. Wir haben sehr viel erlebt und erfahren, auch über die Banditen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir packen mal den Rest mal eben kurz ein und dann machen wir uns dann gleich auf in der nächsten Folge, dass wir dann uns aufmachen zum Sniper. So, hier waren andere Tücher. Da kann man die Reste vielleicht da mit reintun. Wo waren die? Hier war das. War da oben drüber. Da war das. Dann war hier. Werkzeug war hier, genau. Haben wir gar nicht gebraucht, den Hammer. Man kann ein Bett komischerweise ohne Werkzeug bauen. Ich frag nicht wirklich. Normalerweise brauchst du für jeden Scheiß ein Werkzeug. Aber fürs Bett, das macht er aus eigener Hand. So, wir laden mal kurz die Sniper schon mal durch. Wenn es gehen sollte. Okay, die ist schon noch durchgeladen. Die ist auch durchgeladen. So, dann die M4 würde ich auch gerne durchladen. Einfach nur, und die ist durchgeladen, das ist gut, weil immer ein bisschen Munition dabei und Waffen dabei haben, ist immer ganz nützlich. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt gleich auf. Auf zur. Ja, ein bisschen Sorge habe ich, aber was soll's. Wir müssen ja mal ran. Wir versuchen mal das Camp, ob das noch genau. Da müsste auch noch ein Motor sein, den können wir auch ganz, ganz gut gebrauchen, weil die Motoren ja hier irgendwann immer den Geist aufgeben.
oder relativ schnell den Geist aufgeben können. Gut, wir haben jetzt wie viel Uhr? Ja, wir können auch gleich schlafen, ehrlich gesagt. Wir schlafen mal. Dann können wir am frühen Morgen nämlich dann direkt loslegen. Wir haben 6 Uhr, dann machen wir 6 Stunden bis 0. Wahrscheinlich werden wir dann eh gleich gestört durch irgendwas, was wir hören. Natürlich, wie sollte es anders sein? Wir werden gestört. Wir werden natürlich gestört. So, dann können wir gleich nochmal eine Cola saufen. Einen Bären können wir eigentlich auch nochmal jagen. Einen Bären können wir auch jagen, das ging uns natürlich auch. Und da ist wieder irgend so ein Vieh, so ein Zombie-Bieber. Justin Zombie-Bieber ist wieder unterwegs. So, wie sieht's hier aus? Oh, noch alle da. Ich habe Angst, dass sie hier auch mit dem nächsten Laden weg sein könnten. Was? Was? What? Was ist das denn? Alter, du hast ein Bett. Musst du hier draußen schlafen, wenn die Zombies da sind? Was macht der? Das kann nicht wahr sein. Vor allem, der schläft gar nicht, hat die Augen auf. Was soll das denn? Alter, was zum Teufel macht der? Das ist doch nicht wahr. Was machen die anderen denn? Pendino? Die benutzen die Betten überhaupt gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Alter. Das gibt's doch nicht. Kann man die nicht irgendwie zuweisen? Was zum Teufel? Was? Alter. Also ach so, man kann den. Ach so, kann man den Cola geben? Ne. Ich bin Uri, ich bin, ich frag nicht. Ich wechsle mal auf. Hör mal. Liebe Kate, da drüben stehen Betten. Da kannst du dich hinlegen. Und lieber Scott. Lieber Scott. Verdammt nochmal. Du weißt, dass da ein Bett für dich ist. Warum schläfst du hier draußen? Wir haben Nachtzombies, wir haben normale Zombies und irgendwas anderes, was da draußen rumläuft. Ich verstehe es nicht. Was soll das denn? Und vor allem, wo ist unsere andere süße Person? Die Damen sind echt schon heiß. Vor allem mit dem Ausschnitt. Da ist die andere. Aber die ist. Nee, doch nicht. Wo ist sie? Wo sind die jetzt? Wo schläft denn die? In welcher Ecke? In welcher Ecke hat die sich denn reingemummelt? In welcher Ecke schläft die denn? Hier sind übrigens diese Kisten, die ich da damals vergessen habe. Die habe ich in der Siedlung. Die habe ich mir im Offline-Modus auch geholt. Für unsere. Trophäe, unsere Trophäensammlung. Vielleicht kommt dann demnächst noch eine neue Sniper rein, wer weiß. Ja, Freunde, dann machen wir mal einen Folgenbreak. Wir sind eh schon lange genug unterwegs. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Unsere Dorfgemeinschaft bei Mist Survival wächst und wächst und wächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne mal einen Kommentar abgeben, gerne mal Bewertung, Kritik, Lob, Anregungen. Gerne mal reinschreiben. Und gerne mal, auch wenn ihr Ideen habt, was ich sonst noch so spielen könnte, sollte, müsste, dann einfach mal reinschreiben, einfach reinhauen. Ich bin für alles offen. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns wieder hier bei Mist Survival auf meinem Kanal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen. So, jetzt habe ich's. Einmal kurz durchatmen und was trinken vor allem. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao mit V und tschö mit Ö. Bis dann. Tschüss.